Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Wie ihr ja wisst, habe ich mir vor ziemlich genau einem Jahr einen Tesla Model 3 gekauft und zwar unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Wir wohnen in einer Kleinstadt, ich habe Kunden, die so auf mittellangen Strecken 100, 200 Kilometer von unserer Stadt entfernt sind. Ich bin fast den ganzen Tag zu Hause, arbeite viel von zu Hause aus, kann also viel laden, mein Auto. Und ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach, sodass ich Solarstrom nutzen kann. Inzwischen hat sich aber aus verschiedenen Gründen die Situation verändert und ich bin, wie ihr wahrscheinlich wisst, ziemlich häufig und ziemlich viel in Berlin. Zum Beispiel seht ihr hinter mir das Gästehaus Niederschönhausen, in dem offensichtlich Weltpolitik geschrieben worden ist. Berühmte Politiker haben dort Gespräche geführt wie Willy Brandt, Indira Gandhi oder andere, zu DDR-Zeiten allerdings. Und die Frage, die ich in diesem heutigen Video klären will, ist, wie sinnvoll ist es, mit einem Tesla in einer Großstadt zu sein? Aber dafür steige ich erstmal ein und wir fahren ein bisschen in Berlin rum. Ja, in Berlin gibt es auch nicht besonders viele Elektroautos. Am Anfang des Jahres 2019 waren es ganze 3000 Stück. Über das Jahr 2019 sind dann immerhin 7000 dazugekommen, sodass es am Ende dann eben 10.000 waren. Plus alleine 3000 Autos vom WeShare-Verleih. Im Moment sind etwa 3% der Neuzulassungen in Berlin Elektrofahrzeuge. Und vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Das einzige Tesla-Taxi, das es mal hier gab, da hat der Fahrer nach 3 Jahren letztes Jahr aufgegeben. Und den Grund dafür, ja, den werdet ihr wissen, wenn ich euch gleich was über die Ladesituation in Berlin erzählt habe. Ja, eigentlich braucht man in Berlin natürlich überhaupt kein Auto. Wenn man in Mitte wohnt oder im Prenzlauer Berg oder Schöneberg-Charlottenburg, dann kann man wunderbar alles mit U-Bahn, Fahrrad, was auch immer erledigen. Es gibt ja auch verschiedene Anbieter von Sharing-Diensten, ShareNow, WeNow, wie sie alle heißen. Aber nicht jeder wohnt in Mitte oder Prenzlauer Berg. Viele von meinen Freunden wohnen zum Beispiel außerhalb Lichterfelde, Klado, Niederschönhausen. Und wenn man da wohnt, tja, dann fährt man normalerweise für jeden Arztbesuch so 12 bis 15 Kilometer einen Weg. Auch mal gerne zum Kaffee trinken, zu Freunden 60 Kilometer hin und zurück. Und oft enden die öffentlichen Verkehrsmittel dann auch schon, bevor man da ist. Insofern ist ein Auto in der Situation nicht so schlecht. Aber muss es unbedingt ein E-Auto oder ein Tesla sein? Was natürlich super ist mit dem E-Auto in Berlin ist, man steht ziemlich oft im Berufsverkehr oder im Stau. Das heißt, man steht oft rum. Und da sind natürlich Elektroautos perfekt, weil sie machen keinen Lärm, sie verbrauchen keine Energie, sie stinken nicht. Also ideale Staugefährte sind natürlich solche E-Autos, also auch mein Tesla. Schwieriger sieht es aus mit dem Laden. Gut, ich habe natürlich jetzt einen Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive, das ist eines der Autos mit der längsten Reichweite überhaupt, 600 Kilometer. Da kann man dann auch schon mal 5-6 Mal zu Freunden fahren zum Kaffee trinken. Wenn man so einen kleinen ID3 hat oder ein E-Up, die mit 250, 300 Kilometer, da wird es dann schon mal eher schwer. Was ganz gut ist, ist wie in jeder Stadt, es gibt Ladesäulen, wo man mit geringer Strommenge laden kann, wenn man parken muss. Man braucht dann keinen Parkplatz bezahlen, so wie wir das hier gerade gemacht haben, nur wenn gerade, wie hier auch zu sehen im Bild, ein anderer sein bescheuertes Auto auf den Ladeparkplatz stellt, da hat man natürlich auch keine Freude. Und in dem Fall musste ich meinen Model 3 umdrehen, um überhaupt an die Säule ranzukommen. Der entscheidende Punkt ist eben, wie gut kann man laden in dieser Stadt? Und ich hatte vorhin von dem Tesla-Taxi erzählt, das wieder aufgegeben hat nach 3 Jahren. Und das war so mit der Hauptpunkt, weil es nicht besonders viele Ladestationen gibt. Und darüber erzähle ich euch gleich was an meiner Lieblingsladestation. Es gibt nämlich wirklich eine gute Einrichtung, das sind Parkplätze von Lidl, teilweise auch Kaufland. Die haben kostenlose Ladestationen mit bis zu 50 Kilowatt. Wenn sie funktionieren, eine geniale Sache. Insgesamt ist das mit dem Laden hier aber gar nicht so einfach. Wie immer, wenn man in einer Mietwohnung zum Beispiel wohnt, ist es ja nicht so, dass man einfach an den Hausstrom sein Auto anschließen kann. Und es gibt nur 500 Ladesäulen überhaupt in ganz Berlin. Das ist ziemlich wenig und sie wollen das auf 1000 erhöhen im Laufe der nächsten 2 Jahre. Aber im Moment ist das ziemlich mau. Und es gibt in ganz Berlin vielleicht 30, 40 Ladesäulen, die wenigstens sowas wie hier 50 Kilowatt liefern. Die anderen sind alle mit 22 oder 11 Kilowatt. Da braucht man halt Stunden, bis man so ein Auto voll hat. Die nächsten Supercharger, die sind sogar 60 Kilometer entfernt. Das ist Blankenburg und Belitz. Also das hat überhaupt keinen Wert, die anzusteuern. Ja, und meine Strategie ist, dass ich möglichst auf dem Weg nach Berlin nochmal in Belitz lade, dass ich mit 60-70% hier ankomme und möglichst wenig auf Lidl-Parkplätzen rumstehen muss. Ja, was es noch für Aspekte gibt, vielleicht, es ist schmutzig in Berlin, die Luft ist dreckig, man muss sein Auto häufiger waschen.
Und in manchen Bezirken sollte man auf jeden Fall nicht einen Tesla haben, denke ich mal. Das kann auch mal sein, dass er mal Feuer fängt. Ich habe meine Radkappe vermisst. Keine Ahnung, die ist mir entweder auf der Autobahn abgeflogen oder es hat doch jemand mitgenommen als Souvenir. Also es gibt schon so Stellen, wo man so ein bisschen schräg angeschaut wird, weil halt Tesla doch immer noch irgendwie für was Bonziges steht und weniger für, wir halten die Luft rein, sind leise und versuchen Autos zu fahren, die möglichst lange halten und deswegen vielleicht gar nicht so teuer sind auf die Dauer. Ha! Ich habe sogar einen Parkplatz gefunden, direkt vor der Haustür. Mein Fazit für Berlin. Ich würde versuchen, natürlich überhaupt kein Auto zu haben, je nachdem, wo ich wohne. Was schwierig ist mit meinem Beruf, auch hier. Wenn, dann würde ich versuchen, dass es ein bisschen kleiner ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir ein Elektroauto kaufen würde, weil ich diese ganzen Vorteile mit der PV-Anlage und Zuhause-Laden hier nicht hätte. Und die Ladesituation ziemlich schwierig ist. Einen Tesla würde ich mir wahrscheinlich für Berlin auch nicht kaufen, weil der ist ein Ticken zu groß. Da kommt man nicht in die Parklücken und man wird auch ein bisschen komisch angeschaut. Also ich fürchte, mein Model 3 hätte keine guten Chancen, wenn ich hier in Berlin leben würde. Ich hoffe, euch haben diese kleinen Überlegungen zum Tesla in der Großstadt gefallen. Wenn ja, dann lasst mir unbedingt ein Abo da, liked dieses Video, kommentiert gerne, was ihr sonst in Videos hier erleben möchtet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.